Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Loot Raider Unboxing. Heute mit Katze und einem extra großen Loot. Und ich habe keine Ahnung, welches Thema. Und es ist eure Aufgabe, das hier zu erraten anhand der Sachen, die ich auspacken werde. Mal gucken, ob ihr das schafft. Und wir fangen jetzt direkt an. Das ist cool. Das kann ich sehr gut gebrauchen. Zieh ab und komm. Mit Donkey Kong anscheinend und Toad. So, was haben wir noch? Ein Sticker von... Oh, das ist cool. Das ist cool. Crash Bandicoot, wenn ich mich recht erinnere, war der Name dieses netten kleinen Fuchses. Bitte sag, dass es richtig ist. Das müsste der Name sein. Doch. Was ist das denn? Boah. Eine Metallbox und zwar ein Super Mario Dose hier zum... Versteht ihr, was ich meine? Was ist denn das? Sind das Bonbons? Bitte sein... Ja, Bonbons! Boah, geil! Geil! Das sind Münzen! Das sind echte Münzen! Echte Super Mario Münzen! Dann probieren wir mal eine Münze von die Super Mario. Die sind echt lecker! Kein Wunder, dass der die ganze Zeit sammelt. So, als nächstes haben wir noch einen Kuschelpilz. Das ist auch lustig. Und dann haben wir einen Sonic Flummi, so wie es aussieht. Ein Sonic Flummi. In einer nicht benutzerfreundlichen Verpackung. Ein T-Shirt! Ein T-Shirt! Und es ist nicht ganz meine Farbe, möchte ich behaupten. Aber es sieht ziemlich cool aus. Was ist denn da drauf? Alles Charakter aus Videospielen. Super Mario, wieder unser Headshot, Donkey Kong, Sonic. Und die anderen zwei kenne ich auch, aber ich weiß den Namen gerade nicht. Vielleicht könnt ihr das mal in die Kommentare schreiben, wer die anderen beiden sind. Das, warte mal, der und der. Erkennt ihr die? So, und jetzt haben wir noch hier so ein mysteriöses, großes, weißes Kartönlein hier drin, was, ich weiß nicht, also da bin ich jetzt echt mal gespannt, was da drin ist, weil deswegen ist es ein XXL-Loot, weil das so groß ist, dass es hier nicht reinpasst. Ich bin echt gespannt. Eine Sonic-Spardose. Die ist ja nice. So, und das war's schon mit dem Loot für diesen Monat. Ich muss sagen, dass ich die Artikel darin echt cool finde, vor allem die Bonbons und die Dose, weil das so eine richtig geile Metalldose ist, freue ich mich gerade voll drüber und ich glaube auch, dass man das Thema relativ gut erkennen konnte. Ich bin gespannt, was ihr da so alles in die Kommentare schreibt. Und jetzt könnt ihr euch entweder hier, da das letzte Video von mir angucken oder da drunter, falls ihr es noch nicht gesehen habt, das letzte Loot Raider Unboxing vom letzten Monat. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis dann. Ciao.